Ja, warum eigentlich? Warum bin ich auf diese Menschen getroffen? Was macht das für einen Sinn, wenn man nicht gleich anfangen kann, mit ihm auf dem Sofa zu kuscheln? Also warum? Was ist der Sinn und Zweck dieser Begegnung? Und ich weiß, viele Menschen, viele Berater, viele Coaches, die sagen, es geht um dein Potenzial, es geht um dich, es geht nur um dich. Ganz so ist es nicht, nein. Das ist tatsächlich nicht richtig, auch wenn da Wahrheit drin ist. Tatsächlich geht es auch um dich. Aber du bist viel mehr, als du denkst. Ich bin hier übrigens in Wien und der eine oder andere, der hat vielleicht schon erraten, wo genau. Hier direkt neben dem Volksgarten. Und da haben wir ein kleines Gebäude. Kennt ihr sicherlich. Ja, aber warum eigentlich? Und worum geht's dabei? Warum treffen sich nicht zwei Seelen und sie vereinigen sich sofort körperlich, ziehen sofort zusammen, erzeugen Kinder und bauen ein Haus? Warum funktioniert das nicht so? Und das Ganze hat tatsächlich eine Antwort. Und die Antwort ist nicht, es geht nur um dich. Obwohl es nicht falsch ist. Es ist nicht falsch. Aber du bist viel mehr, als du denkst. Du bist viel mehr, als du denkst. Dieses Ich, was du bist, ist viel größer, als du meinst. Es ist nämlich nicht nur das, was in diesem Körper eingesperrt zu sein scheint. Klar. Das bezeichnen wir häufig mit dem lateinischen Begriff Ego. Was bedeutet ich? Jetzt sind wir keinen Schritt weiter. Sorry. Also, worum geht's wirklich? Das, was du bist, das ist nicht nur dieses Ding, was gefühlt in deinem Körper steckt. Denn es wäre nichts, wenn es keinen Bezugspunkt hätte. Also, da musst du mal wirklich drüber nachdenken. Etwas ohne Bezugspunkt, ohne Umgebung, hat keine Bedeutung. Wenn es den Boden unter deinen Füßen nicht gäbe, dann würdest du sinnlos im Raum herumrudern, wenn du versuchst zu gehen. Das musst du verstehen. Du bist ein Organismus aus deinem Körper und deiner Umgebung. Und nicht nur materiell, auch aus deinem Energiekörper und deiner energetischen Umgebung. Das gehört zusammen, das ist eins. Und jetzt sind wir der Lösung schon viel näher. Worum geht es? Es geht in diesem Prozess darum, dass du genau das erkennst. Genau das. Und noch viel mehr. Aber wenn du das einmal wirklich erkannt hast, dann bist du der Lösung dieses Prozesses schon viel näher. Also, du und deine Mitmenschen, du und die Dinge um dich herum, du und die Energie um dich herum, das ist alles eins. Und habt jetzt keine Sorge, ich fange jetzt nicht an mit alles ist eins, alles ist eine Suppe und alles ist egal. So ist es nämlich nicht. Denn deine Bedeutung gewinnst du aus diesem Beziehungszusammenhang von dem, was tatsächlich eins ist, was tatsächlich du bist. Und darin darfst du dich eine ganze Weile vertiefen, bis du es wirklich durchschaut hast. Aber gehen wir einen Schritt weiter. Einen Schritt weiter in das, was es konkret bedeutet. Denn ich will dich nicht da stehen lassen in alles ist eins.
Und dein Ego ist eine Illusion. Ja, das ist die Wahrheit, aber es bringt dir nichts. Und egal wie du dieses Ich jetzt definierst, es bringt dir nichts. Denn die Frage ist, was du als körperliches Wesen, als das, was sich natürlicherweise als Ich bezeichnet, was du damit machst und was die Bedeutung dieses anderen Menschen darin ist. Wenn alles eins ist, naja, dann kannst du hier nichts Positives oder Negatives tun. Aber wenn du anfängst, die Dinge zu unterteilen, den Dingen Bedeutung zu geben, dann gibt es plötzlich sowas wie Gut und Böse. Dann gibt es sowas wie hochentwickelt und niedrig entwickelt. Dann gibt es sowas wie hochschwingend und niedrig schwingend. Also dadurch, dass du die Dinge spaltest über dein Bewusstsein, über deinen Verstand, beginnt genau dieses Spiel. Und du bist hier, um dieses Spiel zu spielen und es möglichst gut zu spielen. Und wenn du so über dein Leben hinweg gehst, dann stellst du vielleicht eines Tages fest, dass du nur einen Bruchteil, einen kleinen Bruchteil deines Potenzials lebst. So ein ganz kleines bisschen. Das, was man dir in der Schule beigebracht hat, das, was deine Eltern dir beigebracht haben, das, was die Welt um dich herum dir sagt, dass du bist. Und das ist reichlich wenig, denn sie sehen dich als Versager oder als nichts an, als unbedeutend. Und wenn du das annimmst, dieses Gefühl in dir aufnimmst, dann wirst du ein Versager sein, dann wirst du unbedeutend sein. Dann wirst du dich nicht entfalten dürfen. Aber tatsächlich bist du viel mehr als das. Du bist ein geistiges Wesen, ja, mit der Göttlichkeit verbunden. Ja, du bist ein Teil dieser Göttlichkeit. Eins damit. Und damit ist dein Potenzial riesig. Und wenn es so etwas gibt wie eine Sünde, also wie etwas, was Gott dir übel nehmen könnte, ja? Sünde heißt übrigens nicht Böses tun, sondern den Punkt nicht treffen. Ja, so ein Sünde ist sowas wie nicht zu erkennen, worum es wirklich geht. Aber das geht es in dem Video. Also wenn es sowas wie eine Sünde gibt im Sinne von Böses tun oder nicht erkennen, worum es geht, ja, in beiderlei Sinne, dann ist das, wenn du nicht erkennst, wer du bist und nicht das tust, was du tun sollst, weil du in dieser göttlichen Einheit bestimmte Fähigkeiten bekommen hast, die bespielt werden wollen, ja, wie ein Instrument, das dir Saiten anbietet. Und du spielst nur eine davon, ja, so eine Gitarre, ja. Und dann spielst du immer nur eine Saite, eine einzige. Ja, verstehst du? Das macht keinen Sinn. Das ist einfach eine langweilige Folge von Tönen. Aber wenn du das Instrument ausspielst, es vielleicht zusammen in einem Orchester erklingen lässt, dann sieht die Sache ganz anders aus. Und das ist deine Aufgabe. Dich spielen zu lassen. Ja, tatsächlich spielen. Das heißt, deine Fähigkeiten komplett ausnutzen. Und dieses Gute, was du hast, dieses Liebevolle, dieses, was du zu geben hast, tatsächlich voll zu geben. Und dann gehen wir in die Praxis rein. Ich habe jetzt ein paar Klienten gehabt, ja, die so über den deutschsprachigen Raum verteilt waren. Die haben tatsächlich die Möglichkeiten da. Sie haben Ideen, sie haben Pläne. Sie haben vielleicht sogar materielle Grundlage dafür. Also Geld, Grundstücke, was auch immer. Und
Das wird aber nicht genutzt. Es wird nicht genutzt, weil ein Plan fehlt. Weil ein wirklicher Umsetzungsplan fehlt. Also wie mache ich das? Ja, und hier geht es darum tatsächlich, wenn du deine Liebe auf die Welt verteilen willst, wenn du sie wirklich ausschütten willst, naja, dann musst du das beruflich tun. Dann musst du das beruflich tun. Manche tatsächlich, die haben die Gelegenheit, das im privaten Raum zu tun oder die kennen viele Menschen oder irgendwie sind sie in eine Situation versetzt, wo sie das nicht tun müssen. Aber die meisten müssen das beruflich tun. Denn deine Liebe verstreuen so, naja, das funktioniert nicht wirklich, wenn du hier wie ich in dem Garten sitzt. Ja, das funktioniert nicht. Also ich muss schon ein Video drehen und Menschen damit erreichen, sonst wird das nichts. Und ich bin jetzt vielen Menschen begegnet, die genau an diesem Punkt sind, einen Plan zu entwickeln, einen Handlungsplan, eine Struktur. Und du kannst, wenn du nicht genau weißt, was es ist, dann kannst du anfangen zu fühlen. Ja, in welche Richtung soll es gehen? Welche Entscheidung soll ich treffen? Welche Tür soll ich öffnen? Und ich weiß, dass viele Menschen Schwierigkeiten damit haben, weil ja, einerseits noch eingeschränkt sind in ihrem Selbstbewusstsein. Also sich bewusst sein, wer sie wirklich sind. Das ist Selbstbewusstsein. Und in ihrem Ausdruck, das, was du bist, tatsächlich auszudrücken. Ja, das ist das fünfte Chakra. Oder eben, es sind Widerstände hier, Solarplexus. Die Handlung tatsächlich auszuführen, das Ziel zu verfolgen. Manchen ist nicht klar, wo ihr Herzblut steckt. Also was ist es wirklich, was ich möchte? Und manchen ist es nicht klar, wie das Ganze zusammenhängt. Wohin die Intuition sie führt. Also hier das dritte Auge. Und man kann das tatsächlich alles feststellen. Man kann das ausbalancieren, ausprobieren, erkennen. Das ist nicht so schwierig. Und es ist aber in deinem Dualseelenprozess ein gewaltiger, gewaltiger Schritt. Denn hier steckt drin nicht nur dein Potenzial, sondern auch deine Fülle. Auch die materielle Fülle. Also wie viele von euch wissen vielleicht ungefähr, was sie tun wollen? Sie haben vielleicht schon den einen oder anderen Schritt gemacht, dann geht es darum, Geld dafür zu nehmen. Und sie sagen sich, nein, Geld, das darf ich nicht. Weißt du, womit das zusammenhängt? Es gibt eine Menge Gründe. Aber eins der Gründe ist, wenn du das tust, was du wirklich tun sollst, dann fühlt sich das sehr einfach an. Es fühlt sich wie etwas an, was es nicht wert ist, Geld dafür zu nehmen, weil das so selbstverständlich ist. Du kannst es einfach. Aber der Punkt ist, jemand anders kann das nicht. Jemand anders kann das nicht. Für jemand anderen ist das, was dir leicht von der Hand geht, wo du sagst, da kann man auch kein Geld für nehmen. Das ist so ganz selbstverständlich. Für den ist das unendlich schwer. Für viele, viele, viele Menschen. Früher dachte ich, oh, ich kann gut zuhören, na toll. Ja, und wenn ich eines Tages merkte, okay, es gibt wenige Menschen, die gut zuhören können. Das scheint eine Fähigkeit zu sein. Ja, und auch auf diesen Punkt musst du kommen, deine Fähigkeiten überhaupt als Fähigkeiten zu identifizieren. Eins der vielen Punkte. Vielleicht lässt du es jetzt mal sacken, während ich so die nächsten Tage noch, ja, es geht jetzt nach Freiburg, in die Gegenden Elsass vielleicht. Ja, und dann geht es in den hohen Norden, jetzt geht es nach Kiel rein, also über Kiel hinaus. Ich glaube, es ist nah an der dänischen Grenze schon. Ich habe nicht so genau geguckt, aber ich glaube. Und dann, dann geht es natürlich in den Osten rein.
nach Plau oder Plauen. Plauen, ne? Am Bodensee. Ja, hier am Bodensee. Quatsch. Also Plauen. der See heißt anders. Und okay, wenn du da irgendwo in der Nähe bist, ich veröffentliche jetzt wieder den Plan. Und wenn du da in der Nähe bist, da ist überall noch ein Termin frei. Einer von zwei. Bis zum 31. Und ja, dann mache ich erst mal Schluss. Wann die nächste Tour ist, weiß ich noch nicht. Tatsächlich, ich weiß es wirklich nicht. Ich muss das hier erstmal auswerten, schauen, was ich verändern muss, verbessern kann. Und gucken, ob ich dann eine zweite mache. Ja, ich danke dir fürs Zuhören. Lass es einfach sacken. Und wenn du lieber in der Gruppe arbeitest, im September in Berlin, ist das VIP-Durchbruchseminar. Für die Menschen, die ihren Durchbruch erleben wollen. Und da kommen diese Themen natürlich auch. Also ich danke dir fürs Zuhören.